Wenn du Filme oder Videos produzierst, dann werden dir folgende drei Learnings helfen, Fehler zu vermeiden. Ich bin Dennis, Creative Director bei Good Visuals Only und Filmregisseur. Und in den letzten Monaten habe ich sehr intensiv an verschiedenen Filmproduktionen mitgewirkt, von Kurzfilmen über Unternehmenskommunikation und habe da insgesamt drei Learnings mitgenommen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Erstens, schenke Vertrauen. Was ich relativ schnell gemerkt habe, vor allem am Filmset selbst, ist es unheimlich wichtig, den anderen Personen am Set auch zu vertrauen, dass sie ihre Rolle gut machen, dass sie ihren Job gut machen. Man kann natürlich eingreifen und vor allem auch als Regisseur musst du vielleicht hier und da auch mal, sag ich mal, die Führung übernehmen. Aber wenn es um das konkrete Handwerk geht, dann kannst du der Person am Set auch voll vertrauen. Und dieses Vertrauen braucht es auch, damit jeder sich auch am Set wohlfühlen kann und auch wirklich volle Energie in seinen Job tut. Die besten Shots entstehen tatsächlich, wenn man auch einfach mal machen lässt. Also meinen Kameramann habe ich zum Beispiel beim letzten Dreh hier und da zwar Hinweise gegeben, aber an einer Szene, da ging es um eine Montageszene in meinem letzten Kurzfilm, ging es darum, möglichst auf kreative Art und Weise jetzt ein gewisses Setting in Szene zu setzen. Es sollte mehrere Tage im Grunde abbilden. Die Protagonistin durchlebt gerade mehrere Tage. Im Drehbuch standen zwar schon ein paar Hinweise, aber ich habe gesagt, mach mal und tob dich aus, und das sind tatsächlich mit sogar am Ende die besten Szenen geworden. Also schenkt euren Menschen, euren Mitmenschen, die mit an dieser Produktion wirken, einfach Vertrauen. Zweitens, dieses Vertrauen lässt sich aber auch erst richtig aufbauen, wenn du entscheidungsfreudige Leute am Set hast. Vor allem bei kleinen Entscheidungen ist es gar nicht möglich, immer den Regisseur zu fragen oder jemanden, der den Hut auf hat bei einer Produktion, sondern selbst einfach die Entscheidung zu treffen, selbst wenn man sich nicht ganz sicher ist. Das heißt, das ist, würde ich sagen, auch ein Schlüssel. Sei entscheidungsfreudig, trau dich auch, Entscheidungen zu treffen. Und mit den wichtigen Fragen kannst du auch zum Regisseur kommen. Da habe ich die Erfahrung gemacht, auch als Regisseur muss man sich dann auf jeden Fall entscheidungsfreudig zeigen, selbst wenn man auch da sich nicht ganz sicher ist. Einfach eine gewisse Sicherheit auszustrahlen am Set bei so einer Produktion hilft unheimlich viel. Und diese Sicherheit, die du auch ausstrahlst, überträgt sich automatisch auf die anderen Menschen am Set. Es gab tatsächlich bei der letzten Imagefilmproduktion auch so eine ziemlich brenzliche Situation. Da hat unser Kameramann aus seinem Rig einen Teil fallen lassen. Ich dachte, es wäre nur der Monitor gewesen, aber tatsächlich war da auch die externe Speicherplatte mit dran. Und als er dann auf Aufnahme drücken wollte, hat er gemerkt, scheiße, es nimmt gar nicht mehr auf. Und woran lag's? Naja, tatsächlich, dass die Speicherplatte kaputt war. Und wir waren gerade mitten im Kontakt mit dem Kunden, haben also gerade eine szenische Situation da gespielt. Da musst du die Ruhe bewahren und dir auch sicher sein, hey, egal was jetzt passiert, wir haben die Situation irgendwie im Griff, auch wenn mir natürlich das Herz in die Hose gerutscht ist. Und dann bin ich erstmal kurz mit dem Kameramann abseits gegangen. Wir haben kurz geschnackt und überlegt, okay, was genau da jetzt passiert, können wir das irgendwie lösen? Und hatten das Material noch nicht gesichert. Großer Fehler. Wir waren kurz vor der Sicherung und ich saß schon vor mir, hey, das müssen wir jetzt alles nochmal. Und trotzdem musst du dann diese Sicherheit und Ruhe ausstrahlen, was mich schon relativ viel Überwindung gekostet hat, aber mir auch gezeigt hat, wie viel das wert ist. Der Kunde war ruhig, er war entspannt, er wusste, selbst wenn jetzt irgendwie vielleicht eine Datei verloren gegangen ist, das können wir easy nachdrehen. Ich habe gesagt, hey, wir haben ja am Ende des Tages auch noch einen Slot eingeplant für mögliche Nachdrehs, und von daher war das gar kein Problem. Auch der Rest des Teams war relativ optimistisch, hat das gar nicht so richtig mitbekommen, dass da jetzt eigentlich so eine Hiobsbotschaft eigentlich angekündigt war. Und dann habe ich mich mit dem Kameramann zurückgezogen und er ist dann tatsächlich auf die Idee gekommen, hey, ich habe ja noch eine zweite Sicherung auf der Kamera. Und da haben wir tatsächlich das ganze Material noch gefunden, von daher war alles gut. So, und anhand dieser Situation sieht man, es war unheimlich wichtig, auch diese Sicherheit auszustrahlen. Ich wusste selber nicht ganz genau, wie ich in so einer Situation reagieren würde. Und als ich dann gemerkt habe, hey, das ist eigentlich so das Worst-Case-Szenario, ne, wenn ein halber Drehtag einfach in der Mülltonne ist, also du nochmal neu drehen musst, dass ich es dann doch geschafft habe, so eine Ruhe zu bewahren, das war für mich auch ein unheimlich spannendes Ereignis. Und ich glaube, das kann ich jetzt auch auf die zukünftigen Drehs mitnehmen. Was man da auch wieder sieht, ist, Vorbereitung ist zwar der Schlüssel, aber du kannst dich nicht auf alle Situationen vorbereiten. Es braucht auch eine gewisse Spontanität und Flexibilität, um auf solche Situationen, mit denen du halt nicht rechnest, doch reagieren zu können. Und daraus leitet sich im Grunde auch schon mein drittes Learning ab.
nicht nur Sicherheit auszustrahlen in jeglicher Situation, was Entscheidungen angeht, sondern auch einen kühlen Kopf zu bewahren in kritischen Situationen. Das ist, glaube ich, der Schlüssel zu einer erfolgreichen Produktion, was vor allem den Umgang miteinander am Set angeht. Ich hoffe, ihr konntet daraus was mitnehmen und würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen teilt. Wart ihr schon mal in einem größeren Filmset und habt solche kritischen Situationen erlebt? Wie seid ihr damit umgegangen? Und vielleicht auch, was sind so eure Learnings aus diesen brenzlichen Situationen? Schreibt euch doch gerne einmal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald!